Hallo YouTube, hallo liebe Abonnenten, hier ist wieder euer Hans. Heute mal nach, ja, was die Leute halt schon gefordert haben, endlich mal mein Review zu dem, ich sag jetzt mal, ja, neuen Turtle Beach Headset, einmal das XO4 und natürlich auch dem, ja, dabei gelieferten, was nicht so erst ersichtlich war, beigelieferten Stereo-Headset-Adapter. Im Hintergrund lasse ich euch, damit das Video nicht allzu langweilig wird, ein Gameplay von mir, was ich mal irgendwann vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, aufgezeichnet hatte. Und zwar bin ich da mit dem R32 unterwegs, der ja, ein Setting hat mit 650 kW. Ihr dürft mich da nicht fragen, auf welche Reifen oder sonst irgendwas ich da unterwegs bin. Ich habe da nicht so die Ahnung von. Ich habe das Setting einfach runtergeladen und ja, das Ding, ne, knapp 300, das lässt sich sehen. Aber zurück zum Thema. Headset, also die Headsets, das Turtle Beach XO4, das Stereo-Headset, muss ich als erstes mal sagen, kriegt von mir ein ganz klares, ganz klaren Daumen nach oben mit Kaufempfehlung, auf jeden Fall, weil das Ding rockt einfach mal derbe. In Verbindung mit dem Stereo-Headset-Adapter, den man wunderbar, ja, wie soll ich euch das mal erklären, ja, Einstellung zwischen Spiele-Sound und Chat-Sound finde ich erstmal perfekt. Ich werde euch dazu auch ab und zu dann die Bildchen einblenden lassen, die ich dazu noch so separat aufgenommen hatte. Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das eine sehr gute Sache ist. Was mich allerdings ein bisschen stört. Wir hatten bei der 360 hatten wir Spiele-Sound mit 5.1 bis 7.1, was jetzt noch nicht so hundertprozentig möglich ist, da es einfach von der Xbox One noch nicht so richtig hergibt, dass man da jetzt, wie soll ich sagen, dass man halt den vollen Spielegenuss hat. Also ich habe mit dem XO4 habe ich zum Beispiel Metal Gear Solid gespielt, was ich jetzt vom Sound her nicht so anspruchsvoll finde, weil man da sehr viel schleicht oder auch sehr viel andere Dinge tut. Aber ich muss sagen, das Headset erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Definitiv. Oh, da habe ich gecheatet, weil ich ausgerutscht bin. Das wollte ich eigentlich wegschneiden. Lasse ich jetzt aber drin, weil ich habe gecheatet. Ist einfach so. nee, auf jeden Fall, die Sache ist einfach die, ich finde das Headset auf jeden Fall als Kaufempfehlung. Wenn man sich vorstellt, man hat ein riesengroßes Wohnzimmer mit, ich sag jetzt mal, 3 bis 4 Meter Entfernung und dann irgendwelche Kabel noch durch die Bude liegen oder sowas, das kommt nicht ganz cool. Deswegen finde ich das schon ziemlich geil, wenn am Controller einfach ein Headset hängt. Das passt einfach, das ist einfach perfekt. Zur Qualität, Verarbeitung habe ich ja schon in meinem Unboxing-Video gesagt, dass das sehr, sehr kompakt rüberkommt. So ist es auch. Tragekomfort würde ich jetzt behaupten, ist, hier erschleiche ich mir gerade den ersten Platz. Okay. Was ich sagen muss, ist, der Tragekomfort, es ist etwas eng am Anfang, das gibt sich aber nach einer Zeit. Ist definitiv sehr gut, ich sag mal, der Tragekomfort ist sehr, sehr gut. Es macht auf jeden Fall Spaß, das Ding zu tragen. Definitiv. Man merkt es später gar nicht mehr. Ansonsten gibt es zum Headset so nicht mehr viel zu sagen, außer dass es halt nur Stereo ist mit ein bisschen so Round-Effekt, der sich aber in Grenzen hält. Auch man kann ihn sehr gut erkennen, rechts, links oder ist einem über was oder hinter einem was. Also das kam sehr, sehr gut rüber, finde ich. Definitiv ist sehr, sehr gut gelungen. Zum Adapter, was ich halt noch getestet habe, sind, ich habe auch ein iPhone-Headset mal getestet. Da funktioniert allerdings die Sprache nicht. Habe dann auch mal ein bisschen recherchiert im Netz. Das liegt daran, dass die PIN-Belegung ganz, ganz anders ist. Und da ist zum Beispiel der Mikrofon und der Masse vertauscht. Was ich ebenfalls getestet habe, ist ein HTC-Headset und ein Samsung-Headset. Also die Originalen, die bei diesen Galaxy S4 oder bei dem HTC One dabei sind. Da muss ich ganz klar sagen, die sind korrekt belegt. Die funktionieren auch im Chat. Nur die Qualität ist nicht so besonders super gut, aber man kann sie verwenden. So, ansonsten habe ich heute noch extra, bevor ich das Video aufgezeichnet habe, natürlich das Turtle Beach getestet, das PX5. Und da muss ich ganz klar sagen, ich habe dann auch mal gefragt, wie die Qualität so ist im Chat oder Party. Da hat man mir auch ganz klar signalisiert, Daumen nach oben für die Geschichte. Auch hier die Einstellungsmöglichkeiten sind ganz klar. Es gibt ja bei dem Xbox One Stereo Adapter
Gibt es ein Kabel dabei, welchen euch die 3,5 Klinke, die quasi in den Adapter reingehen, und dann auf 2,5 Klinke für die Turtle Beach, für die alten Headsets quasi, das halt wiedergibt, dass man da den Adapter benutzen muss für. Funktioniert auch wunderbar, kann ich auch nur sagen, Daumen nach oben für die Geschichte. Ansonsten möchte ich mich auch bei den Leuten bedanken, einmal Umpa Lumpa zum Beispiel, der sich da zum Testen zur Verfügung gestellt hat, den Hitcher, mit dem ich auch immer wieder gequält habe, hey, komm an die Xbox, ich muss was testen, ich brauche ein Kabel, ich muss das und das ausprobieren. Gibt da so einige, die mir da, ja, sag ich mal, tatkräftig geholfen haben. Hier hätte ich fast den Golf auf die Seite gelegt, auch nicht schlecht. Ansonsten, ja, muss ich sagen, ich bin absolut überrascht, dass Microsoft noch gut umgesetzt hat, die Geschichte. Also muss ich ganz klar einen Daumen nach oben geben. Ansonsten gibt es eigentlich, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ach so, ganz wichtig, Leute, ihr müsst eure Controller auf jeden Fall updaten. Ansonsten habt ihr nicht die hundertprozentigen, ja, sag ich mal, Genuss, den ihr dabei erzielt mit dem Adapter oder mit jedem anderen Headset. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ihr könnt über diesen Adapter auch, das habe ich in einem Video bisher schon getan, über ein paar Umwege, allerdings die Umwege lässt sich ja in Grenzen halten, kann man ganz klar den Chat jetzt mit aufnehmen oder auch mit Stream über Twitch, so wie ich es getan habe. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das Video endet im Hintergrund. Also mir bleibt nur noch zu sagen, ob es Stereo-Headset-Adapter alleine ist in Verbindung mit einem Headset, was ihr gerne eurer Wahl verwenden möchtet oder irgendwas anderem auch. Es lässt sich auf jeden Fall sehr gut verbinden. Tragekomfort ganz klar bei dem Turtle Beach XO4 ist perfekt. Und ja, das Video endet. Ich denke und hoffe, dass euch dieses kleine Review etwas gebracht habe. Ansonsten gerne in die Kommentare posten, wenn euch noch Fragen einfallen oder sonst irgendwas. Lasst es mich wissen. Ich beantworte alles und ganz klar für mich, Daumen nach oben. Ansonsten bin ich raus, euer Hans. Ich danke fürs Zuschauen und wie immer den Daumen nach oben nicht vergessen. Cheers!